heute Abend zu Cristiano Ronaldo vernagelt zum 1:0 für Juventus Turin. Juventus Turin zwischen Napoli, Derby Italia. Nach dem 2:2 gegen Derby Torino, 2:2 Ronaldo schießt das Tor. Und ja. Heute geht es darum, niemand anders, Napoli, Juventus Turin. Juventus Turin bereitet nach 13 Minuten Cristiano Ronaldo zum 1:0 zur Führung. Ja, und dann bin ich mal zufrieden und dann habe ich gesehen auf der Ersatzbank, Paulo Dybala ist auf der Ersatzbank gewesen. Da bin ich noch mehr glücklich gewesen. Also ich bin glücklich gewesen, dass Juventus Turin gewinnt. Also Juventus Turin mit 1:0, dank Cristiano Ronaldo in der 13. Minute. Letztes Spiel hat Juventus Turin in der 13. Minute das Gegentor bekommen, nicht das Tor von Juventus Turin, sondern das Gegentor von Turin, das 1:0 von Turin. Und jetzt ist es anders passiert, dass Juventus Turin jetzt in der 13. Minute das Juventus Turin gemacht hat. Dass sie nicht das letzte Spiel nicht so gemacht, gewollt haben. Ja, Juventus Turin 1:0 Rückstand, also nein, Juventus Turin 1:0 vorne gegen Napoli. Und das dann, ich möchte sagen, in der ersten Halbzeit, Napoli kommt auch ein paar Spiel. Und sie versuchen immer, diesen Tor zu Lücke zu machen. Aber sie haben nicht geschafft in der ersten Halbzeit. Also in der ersten Halbzeit schafft es Juventus den 2:0 oder nein. Napoli schafft es Napoli in der ersten Halbzeit das Unentschieden. Dann haben sie nicht. Ja, sie kamen mehr in Abschlüsse dabei. Aber sie haben nicht. Sie wollten nicht, wo sie machen sollen. Und ja, 1:0 erste Halbzeit. Und dann kommt die zweite Halbzeit. Dann versucht der Juventus Turin zu. Ja, heute war Juventus Turin einfach nur besser. Sie waren besser im Spiel. Sie waren besser im Zweikampf, ja, muss man sagen, als das letzte Spiel gegen Turin. Ich habe das leider nicht gesehen. Eigentlich möchte ich Juventus Turin gegen Napoli-Match schauen, aber es hat nicht gegangen. Leider hat es nicht funktioniert, das Netz irgendwas. Aber leider hat es nicht funktioniert. Leider hat Juventus Turin und Juventus Turin gegen Napoli funktioniert. Im Fernsehen habe ich möchte eigentlich schauen, aber es hat nicht funktioniert. Aber das ist nicht das Thema. Leute, wenn ihr diesen Video euch nicht gefällt, also wenn ihr diesen Video euch nicht gesehen, dann schaut ihr jetzt mein neues YouTube-Video. Mein YouTube-Video kommt jetzt bald in YouTube-Kanal online. Vergesst nicht ein Like da und ein Abo da. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren. Hier ist die Glocke nach unten und schaut ihr das letzte Video an hier oben und folgt mir auf Instagram. Link in Beschreibung. Giuseppe unterstrich Pavone 15. Das ist mein Instagram-Name und wenn ihr diesen Video noch nicht geschaut habt, dann schaut ihr jetzt das Video an und schreibt mal in die Kommentare, hat Juventus Turin verdient? Also hat es Juventus Turin verdient, den Sieg oder nicht? Einfach in die Kommentare schreiben, Juventus Turin den Sieg verdient oder nicht? Und dann Paulo Dybala kam zum Einsatz nach seiner Verletzung und dann habe ich gedacht, bam, in der 69. Minute kommt er rein und dann in der 69. Minute kommt er rein und was passiert in 73 Minuten? Kommt das 2:0 von Juventus Turin? Ich habe mir noch gedacht, wann kommt das überhaupt in 2:0? Dann kommt das 2:0 von Juventus Turin. Ich weiß, ich spreche immer aus. Aber ja, ich bin einfach glücklich, wegen dem spreche ich schnell. Und ja, Juventus Turin mit 2:0, Paulo Dybala nach 73 Minuten, 69 reingekommen und dann 73 Minuten den Banger. Ja, und von anderer Seite von Napoli. Napoli war heute nicht so motiviert gegen Juventus Turin und ja, nicht sein Tag von Napoli. Also ich glaube, Napoli ist nicht sein Tag heute Abend gewesen und wo ich die Nachrichten bekommen habt, dann habe ich gemeint, welches Tor? Na klar, Paulo Dybala, 2:0. Juventus 2, Napoli 0. Ja, und dann kommt das Nachspielzeit, wie immer, 4 Minuten Nachspielzeit und was passiert in 90. Minute? Bam, Lorenzo Insigne, bababam, ja, Lorenzo Insigne mit 2:1, ich habe mir gedacht, dass Juventus Turin 2:0 bleibt, aber nein, was passiert? Das 2:1 von Napoli. Ja, dann habe ich noch überlegt, kommt das 2:2? Ich denke es nicht. Ich wünsche euch einen schönen Mittwochabend. Mach's gut, bis zum nächsten Mal Video und
Ja, Juventus Turin holt sich die wichtigen 3 Punkte. Aber noch eine Info und dann mache ich hier Schluss. Inter gewinnt mit 2 zu 1. Lukaku in der 10. Minute. Und dann in den 73. Minute 2 zu 0 von Inter, Lautaro Martinez und den 2 zu 1 von Sassuolo. Inter gewinnt, Juventus gewinnt. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Paulo Dybala, du hast mich gerettet bei Juventus Turin, weil sonst hätte es zum 1 zu 1 gehen müsste. Aber Paulo Dybala, bam! Schönen Abend noch und folgt mir auf Instagram und abonniert mir den YouTube-Kanal. Und ja.